Hallo, hier ist Mike vom Shadowfight Team. Vielen Dank zuerst mal, dass du dir die Zeit nimmst, dieses Video anzusehen. In dieser Präsentation möchte ich dir Informationen geben über das Shadowfight-Spiel, die Backstory, Game Story, die Atmosphäre des Spiels und dir auch einige der neuen Funktionen vorstellen, die in diesem Spiel vorkommen und die den Spielspaß erhöhen werden. Okay, und darüber hinaus möchte ich dich noch darüber informieren, dass wir in Kürze ein Kickstarter-Projekt auf der Plattform Kickstarter starten zur Crowdfunding-Finanzierung des Games Shadowfight. Je erfolgreicher wir sind mit dem Kickstarter-Projekt, desto größer und besser wird das Spiel werden. Deshalb zählen wir auf deine Unterstützung und danken dafür jetzt schon mal im Voraus. Aber jetzt zuerst mal zu den Informationen über Shadowfight. Die Game Story von Shadowfight Verschwörung im Dunkeln dreht sich um einige Phänomene des wirklichen Lebens. Erstens das Verschwinden von Menschen, die spurlos vom Erdboden verschwinden. Zweitens die Doppelgänger-Theorie. Drittens die vielfach nicht erklärbaren Persönlichkeitsänderungen, wobei Personen ganz plötzlich und teilweise ohne erklärbaren Grund ihr Verhalten, Ansichten und Handlungen drastisch ändern oder komplett ihr Gedächtnis verlieren. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Menschen, die du kennst, sich plötzlich wie eine völlig andere Person verhalten? Kann vielleicht etwas oder jemand hinter diesem Phänomen stecken, eine Art Verschwörung? Gibt es möglicherweise eine Kraft, die Menschen, die Gesellschaft, ja sogar den Lauf der Geschichte manipuliert? Was wäre, wenn jemand anderes dein Leben lebt, ohne dass du es weißt oder bemerkst? Das ist das Geheimnis hinter Shadowfight. Am Ende des 19. Jahrhunderts erfand der Franzose Louis de Prince die vermutlich erste Kamera, welche bewegte Filme aufnehmen konnte. Eines Tages, auf einer Zugfahrt nach Dijon, verschwand er spurlos, zusammen mit seinem Gepäck. Bis zum heutigen Tage gibt es keine Spur von ihm. Kurz nach dem Verschwinden trat der berühmte Thomas Alva Edison an die Öffentlichkeit und gab bekannt, er habe diese neue Kamera erfunden und machte damit ein Vermögen. Der berühmte Mann in Miami saß tagelang auf einer Bank in einem Park. Irgendwann riefen Leute die Polizei und stellte fest, dass er sein totales Gedächtnis verloren hat. Er erlangte es nie zurück, ohne dass es dafür eine medizinische Erklärung gab. Seine Identität wurde nie festgestellt. Tausende Menschen durchgehen eine plötzliche Persönlichkeitsänderung und sie ändern ihren Charakter total, Interessen, Ansichten, Gewohnheiten und so weiter. In vielen Fällen kann als Auslöser ein Schädeltrauma oder eine Vergiftung festgestellt werden. Andere Fälle aber bleiben völlig unerklärt. Es wird gesagt, dass wir alle einen Doppelgänger haben, vielleicht zu Lebzeiten von uns oder in früherer oder späterer Zeit. Keltische und ägyptische Priester glaubten, Doppelgänger seien ein Zeichen der Götter und repräsentieren unser alter Ego. In zahllosen Fällen wurden Doppelgänger von Menschen nach ihrem Tode gesehen. Ein bekannter Fall ist der des Johann von Goethe, der davon berichtete, dass er den Doppelgänger eines Verstorbenen wiedergetroffen habe. Wäre es denkbar, dass jemand anderes das Leben lebt, welches eigentlich für dich bestimmt war und du manipuliert wurdest, um eine ganz andere Rolle im Leben zu spielen? In Shadowfight, Verschwörung im Dunkeln, wirst du diese Verschwörung aufdecken und welche dunklen Kräfte dahinter stecken. Zu Beginn des Games Shadowfight wirst du Zeuge eines Überfalls auf eine junge Frau. Ein Entführungsversuch vielleicht. Du gehst auf einer Straße entlang und siehst, wie ein maskierter Mann offensichtlich eine junge Frau angreift. Es ist ein regnerischer Abend, am Rande einer großen Stadt. Du kennst weder die Frau, noch hast du eine Ahnung, was genau vor sich geht. Aber für dich ist klar, du willst nicht zulassen, dass der Mann die Frau verletzt. Du musst etwas tun. Du rufst und schreist, und der Mann entschließt sich, wegzurennen. Du hast das Mädchen gerettet.
Shadowfight ist ein Cross-Genre-Game, also eine Mischung aus Abenteuer und Action. Du wirst viele Rätsel lösen müssen, an viele Orte reisen und sogar durch die Zeit und in fremde Paralleluniversen. Du entdeckst das Geheimnis einer jungen Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Das Enigma geht tiefer und tiefer. Es gibt eine dunkle Macht da draußen, welche uns Menschen manipuliert, und dies geht offenbar schon seit Jahrhunderten so. Die Atmosphäre von Shadowfight ist dunkel, unheimlich, ein wenig erinnernd an den Film Sin City vielleicht. Aber es ist keine Horrorgeschichte, sondern eher eine Spion- und Detektivgeschichte, kombiniert mit Fantasy-Elementen und einem Touch alter Detektivfilme mit etwas ironischem Humor. Während des Spielverlaufs findest du heraus, dass es eine Geheimgesellschaft gibt, deren Mitglieder gegen die dunkle Verschwörung kämpfen und, wie es scheint, auch bereits seit vielen Jahrhunderten. Nachdem du die junge Frau gerettet hast, wirst du von dieser Geheimgesellschaft plötzlich kontaktiert. In vielen Szenen von Shadowfight spielen echte Schauspieler die wichtigsten Rollen. Diese bewegen sich, wie du selbst, in 3D-Welten. Du kannst mit diesen Charakteren Kontakt aufnehmen, aber du weißt nie wirklich, wem du trauen kannst und wem nicht. Während du durch die vielen Welten von Shadowfight reist, wirst du sichere Orte finden, die für dich wie eine Art Hauptquartier fungieren. Dort erhältst du Training, etwa in Selbstverteidigung und Spionagetechniken. Du bekommst Hilfe und neue Aufträge. Viele Rätsel sind zu lösen, damit du weiter reisen und forschen kannst. Es wird ein spannendes Abenteuer werden, eine Reise durch Zeit und Raum. Musik ist in mehreren Beziehungen ein wichtiger Teil von Shadowfight, aber darüber kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Du wirst nicht alleine reisen müssen durch die zahlreichen Welten von Shadowfight. Du triffst früher oder später einen ganz speziellen Reisebegleiter, aber auch dazu kann ich noch nicht zu viel sagen. Aber ich kann dir garantieren, dass du in ein spannendes Abenteuer eintauchen wirst, mit vielen Überraschungen in den zahlreichen Umgebungen des Spiels. Da sich Shadowfight ja noch in der Vorproduktion befindet, können wir an dieser Stelle nur Konzeptstudien und Storyboards zeigen und können vorab nicht zu viel verraten. Das Game ist ja noch nicht verfügbar. Aber ich möchte ein paar der besonderen Funktionen und Features erwähnen, wie echte Schauspieler, deren Handlung du selbst beeinflussen wirst in dem, was du tust und sagst. Echtes Selbstverteidigungstraining. Trotzdem ist Shadowfight kein Action- oder Baller-Game, sondern überwiegend eine mit Rätseln und Geheimnissen gefüllte Spion- und Detektivgeschichte mit einigen Action-Situationen. Auch wenn du das Game gerade nicht spielst, spielt Shadowfight weiter. Das Spiel spielt dich. Wenn du es nicht erwartest, erhältst du plötzlich Videoanrufe, Telefonate und SMS auf dein Handy. Es wird viel passieren, aber du weißt nie, wem du vertrauen kannst. Bist du bereit, gespielt zu werden? Are you ready to be played? Okay, ich hoffe, ich konnte dein Interesse etwas anheizen für dieses fantastische Action-Adventure-Role-Playing-Game mit zahllosen Rätseln und echter Interaktivität, Spannung und Abenteuer. Wir wären sehr glücklich, wenn du unser Crowdfunding-Projekt auf Kickstarter unterstützen möchtest. Du erfährst mehr dazu auf unserer Facebook-Seite. Bitte besuche auch unsere Website, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis bald und dann wieder mehr von uns. Alles Gute von Mike und Shadowfight. Are you ready to be played?